Dankeschön. Ja, dann begrüße ich erstmal alle Teilnehmer ganz herzlich, und zwar als Vorsitzende der Akademie für Rechtskultur und Rechtspädagogik. Wir haben das Programm insofern etwas ändern müssen. Die Einladung ging ja dahin, dass Herr Pfarrer Hartung die Begrüßung in seiner Kirche übernimmt. Es ist aber so, dass für die heutige Veranstaltung mit Herrn Engelmann wir leider eine Corona-Quarantäne zu bedauern haben. Und zwar die Videografen sind insofern ausgefallen. Und wir hatten jetzt die Alternative, entweder wir verschieben die heutige Veranstaltung oder aber wir versuchen, es in Privaträumen durchzuführen mit einer natürlich schlechteren Qualität, sicherlich auch noch mit dem ein oder anderen Mangel. Aber Herr Engelmann war so nett und sagte, er möchte gerne und wir möchten gerne, dass wir hier niemanden enttäuschen. Deswegen findet also heute Abend die Lesung statt, wie gesagt, in Privaträumen. Und ich rechne es Herrn Engelmann sehr, sehr hoch an, dass er sich dazu bereit erklärt hat, denn das ist nicht so ganz einfach. Wir sind ja alle Anfänger auf dem Gebiet der Technik und deswegen bitten wir auch um Nachsicht, wenn jetzt das ein oder andere vielleicht nicht so perfekt ist. Wir machen es ja auch nicht gerade zum schon so oft, sondern wir probieren eben noch. Ja, zur Lesung selber. Herr Engelmann, Sie kennen ihn alle, liest gegen das Vergessen. Herr Engelmann hatte sich bereit erklärt, im März zu uns nach Bad Saarow in der Nähe von Berlin hier Schullesungen durchzuführen, aber auch in der Gemeindebibliothek zu lesen. Und dann machte, wie Sie alle wissen, uns Corona einen Strich durch die Rechnung. Und nun haben wir gesagt, es ist sehr, sehr traurig, und haben dann überlegt, was tun. Und dann hat Herr Engelmann gesagt, er ist bereit, in seiner Heimat im Hunsrück diese Lesung nachzuholen, sicherlich nicht ganz, aber wenigstens einmal, und so, dass wir hinkommen, dass wir das dann aufnehmen. So, auch das ist nicht so ganz geworden, dass wir es aufnehmen. Deswegen hatte sich Herr Pfarrer Hartung bereit erklärt, dass es in der Kirche aufgenommen wird. Und nun sind, wie gesagt, die Videografen ausgefallen. Jetzt wollen wir aber trotzdem sehen, dass wir den 9. November, es ist ja nun ein ganz besonderer Tag in Deutschland, dass wir diesen 9. November nutzen und freuen uns dann sehr, wenn wir Herrn Engelmann heute hören. Die eigentliche Aufzeichnung, so dass es auch YouTube-fähig ist, das wird dann folgen. Wahrscheinlich im Januar wird die Veranstaltung dann nochmal wiederholt mit Herrn Engelmann und eben auch den Videografen. Da wird auch Herr Hartung dabei sein. Und dann denke ich mal, wird es so gut werden, dass wir es alle dann auch in YouTube sehen können. Und nun, Herr Engelmann, darf ich das Mikrofon, wollte ich schon sagen, überreichen, an Sie weitergeben. Ich wünsche allen ja, was heißt angenehme, eine ergreifende Unterhaltung. Ich denke, das ist ein Thema, das uns immer wieder auch ins Gedächtnis gerufen werden sollte. Und wir sind sehr dankbar, Herr Engelmann, dass wir Sie heute hier hören dürfen. Und jetzt übergebe ich tatsächlich. Gut, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich bin jetzt auch zu sehen auf dem Bildschirm. Oder ich weiß es nicht. Aber ich fange einfach mal an. Vielleicht kann der Herr Dearte dann das entsprechend dann umschalten. Also für mich ist es auch eine Premiere, dass ich jetzt hier vor dem Bildschirm sitze und lese, vorlese. Sonst sitze ich immer oder stehe ich immer vor Publikum und kann dann an der Reaktion der Menschen sehen, liege ich richtig oder liege ich falsch. Jetzt muss ich mich auf den Bildschirm verlassen. Wir haben ein schweres Thema heute Abend, Auschwitz. Auschwitz, über Auschwitz zu reden, ist nicht einfach. Auschwitz, dieser Ort, symbolisiert und materialisiert all die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die während der Zeit des Nationalsozialismus passiert sind. Der Holocaust war vorbei, aber die Menschen, die ihn überlebt haben, die vielen Menschen, die zurückgekehrt sind aus den verschiedenen Konzentrationslagern, sie konnten nicht darüber reden. Was war passiert? Was hatten sie durchgemacht? Was hat man ihnen angetan? Ihnen fehlten die Worte für das, was hinter ihnen lag. Und dann gibt es noch eine Frage. Wer waren die Täter? Was waren das für Menschen? Hatten sie ein Gewissen?
Waren es Mitglieder unseres Kulturkreises der Dichter und Denker? Hätten sie sich den Befehlen widersetzen können, die man ihnen erteilt hatte? Wer hat die Befehle erteilt? Wo lebten die Täter heute, danach, als Auschwitz und die anderen Lager befreit waren? Lebten sie mitten unter uns? Gab es die Möglichkeit für die Opfer, ihre Täter irgendwo wieder zu sehen, in einem Bus, im Zug, im Geschäft, im Gasthaus, wo auch immer? Das sind Fragen, die wir uns heute stellen müssen, die wir immer wieder stellen müssen. Und dann müssen wir uns überlegen, was ist mit den Tätern passiert? Wurden sie vor Gericht gestellt? Wurden sie verurteilt? Welche Strafen hat man ihnen zugeteilt? Wurden wirklich alle vor Gericht gestellt? Alle? Mehr als 8000 Männer und Frauen, die in Auschwitz gearbeitet haben, ihren Dienst verrichtet haben. Es war nur ein kleiner Teil von denen, die vor Gericht gestellt wurden. Alle anderen haben sich für unschuldig gehalten, sich zurückgezogen, irgendwann wieder mitten in der Gesellschaft gelebt. Und die Opfer, was war mit ihnen? Sie hatten lange Zeit keine Worte für das, was sie durchgemacht hatten. Und wenn sie Worte gefunden hätten, wem hätten sie das erzählen können? Hätte ihnen jemand in den 50er, in den 60er Jahren geglaubt? Wir erinnern uns an die Frankfurter Auschwitz-Prozesse, wie gespalten die Gesellschaft war, wie gespalten sie reagiert hat auf das, was dort passiert ist. Viele wollten nichts mehr davon wissen, nur ein kleiner Teil der Öffentlichkeit hat gesagt, ja, wir müssen uns diesem Thema, diesem Teil unserer Geschichte stellen. Angefangen zu reden haben viele der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erst im hohen Alter. Meist dann, wenn der Ehepartner oder die Ehepartnerin verstorben war. Ich habe viele dieser Menschen getroffen und gefragt, warum habt ihr nicht früher angefangen? Warum habt ihr erst angefangen, als ihr schon in diesem fortgeschrittenen Alter wart? Und sie haben alle geantwortet, wir wollten dem liebsten Menschen, den wir auf dieser Welt hatten, nicht das erzählen, was wir durchmachen mussten, was wir erleben mussten. Und so haben sie erst angefangen zu reden, als der Ehepartner oder die Ehepartnerin verstorben war. Einen Mann, der Auschwitz überlebt hat, den möchte ich Ihnen heute Abend vorstellen. Er heißt Wilhelm Brasse. Wilhelm Brasse war Fotograf in Auschwitz. Und bevor ich jetzt mehr über ihn erzähle, blenden wir kurz ein. Er stellt sich akustisch selbst vor und wir haben auch ein Bild vorbereitet, sodass Sie sehen können, über wen wir heute Abend reden. Jetzt sollte... Also, es war schon gesagt, ich heiße Brasse Wilhelm, also das ist ja nicht polnischer Name. Mein Großvater stammt aus Elsass, also aus Westdeutschland, kann man ja sagen, oder Ostfrankreich. Und das war ein österreichischer Staatsangehöriger. Und er hat gearbeitet hier in Żywiec, weil ich wohne in Żywiec. Geboren bin ich ja auch in Żywiec. Also mein Großvater hat in Żywiec gearbeitet als Schmuckgärtner bei der Familie Habsburg. Die haben, Familie Habsburg hat in Żywiec oder hatte in Żywiec großes Schloss und große Brauerei. Und mein Großvater hat dort gearbeitet als Schmuckgärtner. Ja. Also mein Vater ist schon geboren in Żywiec und ich selbst bin ja geboren 3. Dezember 1917. Also bin ich schon uralt. Meine junge Freunde kann ich zu euch sagen. Ja. Ha. So wie normal zur Volksschule in Żywiec und später Gymnasium. Nach Gymnasium meine Mutti hat mich gegeben, einen Beruf zu lernen, als Fotograf, als Berufsfotograf. 2 Jahre Ausbildung in einem Fotoatelier in Żywiec. Und nach Examen machte ich nach dieser Ausbildung. Und nach diesem Examen bin ich sogenannter Berufsfotograf.
Ab 1935 habe ich schon angefangen als Berufsfotograf. Die Arbeit habe ich damals gefunden in Katowice. Das ist hier ungefähr 50 Kilometer. Ja, Katowice, das ist ja wieder eine besondere Stadt. Oder hier, dieses ganze Land heißt Oberschlesien. Und vor dem Kriege, das war ein besonderes Land hier. Fast die Hälfte der Bevölkerung hier, das waren die Deutschen. Ja, soweit zu Wilhelm Brasse, soweit seine Worte. Ich habe ihn 2011 getroffen. Aus dieser Zeit stammt diese Tonaufnahme, die natürlich im Original noch viel länger ist. Diese Tonaufnahme war die Grundlage für das Buch, das ich über ihn geschrieben habe. Ja, Wilhelm Brasse war in Katowice, hat dort in einem Fotogeschäft gearbeitet und hat dort neben dem Fotografieren noch eine zusätzliche Ausbildung gemacht, die ihm später sehr nützlich sein sollte. Er hat das Porträtfotografieren gelernt. Aber Wilhelm Brasse war auch ein junger Mann, der das Leben genossen hat, der gerne ausgegangen ist. Und er hatte es besonders auch auf junge Mädels abgesehen. Er hat gerne junge Frauen, wie er gesagt hat, eingeladen in ein Café oder ins Kino, ist mit ihnen tanzen gegangen und hat sich des Lebens gefreut. Was er sehr kritisch beobachtet hat und beäugt hat, war die politische Entwicklung in Deutschland. Da hatte er sehr große Angst gehabt, es könnte zu einem Krieg kommen. Und er hat es auch gemerkt an der Reaktion vieler Deutscher, die eben auch in Katowice gelebt haben und in Oberschlesien, wie er gesagt hat. Er sagte, ich habe auch viele deutsche Mädels kennengelernt, bin mit ihnen ausgegangen und viele von ihnen hatten ein Halsband mit dem Medaillon. Er hat es gekannt von seiner Mutter. Und wenn seine Mutter das Medaillon geöffnet hat, war Maria die Mutter Gottes zu sehen. Und diese deutschen Mädels, wenn sie ein bisschen Vertrauen zu Wilhelm Brasse gefasst hatten, haben dann auch dieses Medaillon geöffnet und es kam ein Bild von Adolf Hitler zum Vorschein. Und Wilhelm Brasse sagte, so hübsch diese Mädels auch waren, mit denen habe ich mich nicht mehr getroffen. Die waren aus meinem Leben. Wilhelm Brasse ist, als der Krieg begonnen hat, am 1. September 1939, zurück in seine Heimatstadt gegangen, weil er gedacht hatte, vermutet hat, er müsste jetzt in der Armee gegen den Feind kämpfen, gegen die Deutschen kämpfen. Er ist dann zurück, war dann Mitte September in seiner Heimatstadt in Zürich und ist aber nicht mehr eingezogen worden. Er hat dann zu Hause gelebt. Die Deutschen hatten zu dieser Zeit auch seine Heimatstadt schon besetzt gehabt. Anfang Oktober wurde eine Volksbefragung durchgeführt. Die Deutschen wollten wissen, wie hoch der Anteil der polnischen und deutschen Bevölkerung ist und wollten auch erfahren, wer von der polnischen Bevölkerung dafür optieren würde, deutsch zu werden. Und als ein SS-Mann Wilhelm Brasse befragte, sagte Brasse, nein, meine Mutter ist polnisch, ich rede polnisch, polnisch ist meine Muttersprache, ich fühle polnisch, ich bleibe Pole. Und dieser SS-Mann ist ganz außer sich gewesen, hat ihn angefahren, hat gesagt, Brasse, du hast ja die besten Voraussetzungen dafür, Deutscher zu werden. Du sprichst diese Sprache, du kennst dich aus, also woran liegt's? Und Brasse ist dabei geblieben, er ist Pole geblieben. Und musste dafür auch die Nachteile, die man vorher schon angekündigt hatte, in Kauf nehmen. Es gab weniger zu essen. Und Brasse hat protestiert, mein polnischer Magen hat genauso viel Hunger wie ein deutscher Magen, also warum bekommen wir weniger? Aber aller Protest hat nichts genutzt, hat nicht gefruchtet. Wilhelm Brasse bekam weniger zu essen. Und einige Zeit später kam eine zweite Sache auf, nicht nur auf Wilhelm Brasse, sondern auf alle zu, die dort in der Region lebten. Die Deutschen haben alle Radiogeräte einkassiert. Wilhelm Brasse hat gesagt, die Eltern hatten noch sein altes Kristallgerät. Das habe ich denen abgegeben. Aber meines, das ich mir in Katowice gekauft hatte, ein Philips-Gerät, wie er ganz stolz erzählt hatte, das habe ich behalten. Und mit diesem Philips-Gerät, von dem niemand etwas wusste, hat er dann ausländische Sender gehört.
Unter anderem hat er gehört, wie die polnische Widerstandsbewegung, die sich in Frankreich formiert hatte, dazu aufgerufen hat, junge Polen mögen sich zusammentun und nach Frankreich kommen und von Frankreich aus gegen den Feind, gegen die Deutschen zu kämpfen. Wilhelm Brasser hat überlegt, ob er das machen kann. Alleine wollte er nicht. Er musste ein paar Freunde finden. Er konnte auch nicht einfach wahllos jemanden fragen, sondern er musste schon sehr großes Vertrauen zu diesen Männern haben und hat auch drei Freunde gefunden, mit denen er sich darüber unterhalten hat. Und sie kamen dann überein, dass sie nach Frankreich flüchten wollten. Ende März, in der letzten Märzwoche 1940, haben sie sich auf den Weg gemacht. Sie wollten zunächst nach Ungarn. Ungarn deswegen, weil eine Schwester von Brassers Mutter in Ungarn gelebt hatte. Dort wollten sie hin, dort wollten sie zunächst mal Station machen. Von dort wollten sie sich dann irgendwie, wie auch immer, nach Frankreich durchschlagen. Doch kurz bevor sie die Grenze überschreiten konnten, wurden die vier jungen Männer festgenommen von den Deutschen. Sie kamen in ein Gefängnis nach Sanok. Das war ungefähr 100 Kilometer nördlich dieser Grenze. Und Wilhelm Brasser hat dieses Gefängnis wie folgt beschrieben. 24 Häftlinge waren in einer Zelle, die meisten von ihnen Männer, die, wie er, versucht hatten zu fliehen. Besonders tief in sein Gedächtnis eingegraben hatte sich der 15. Juli 1940. An diesem Tag wurden morgens zwölf Häftlinge aus der Zelle geholt, wahllos, wie es ihm erschien, und ohne Gerichtsverfahren draußen auf dem Gelände, wahrscheinlich auf dem Gefängnishof, erschossen. Einer von ihnen war Priester, den man deswegen verhaftete und hinrichtete, weil er Flüchtlingen geholfen hatte. Diese Männer waren nicht die einzigen, die an diesem Tag in der Haftanstalt Sanok sterben sollten. Später, auf dem Transport nach Tarnow am 31. Juli 1940, als die Häftlinge aus den verschiedenen Zellen zusammen in Waggons des Zuges gepfercht wurden und sich austauschen konnten, erfuhr Wilhelm Brasser, dass an diesem 15. Juli 115 Männer erschossen wurden. Wilhelm Brasser hat noch mehr zu diesem Gefängnis gesagt. Er hat gesagt, es war sehr klein, hatte nur wenige Betten gehabt. Nicht alle Männer konnten im Bett schlafen, die meisten lagen auf dem Fußboden und mussten dort schlafen. Es gab nur zwei Eimer, einen, auf dem sie ihre Notdurft verrichten konnten. Im zweiten Eimer gab es noch mit etwas faulig riechendem Wasser, um sich die Hände notdürftig zu waschen. Ansonsten gab es nichts. Nur ab und zu wurden eben Männer rausgeholt und draußen erschossen. Das gab es häufiger. Er war 4 Monate in diesem Gefängnis und dann sollten sie verlegt werden. Sie hatten gehofft, dass sie irgendwo in ein Lager kommen würden, in ein Arbeitslager. Sie haben sich angeschaut und haben gesagt, wir sind alles junge Männer, wir können arbeiten, die Deutschen brauchen bestimmt Arbeitskräfte. Und sie sind dann an diesem 1. August zum Bahnhof gebracht worden und von dort in einen Zug nach Tarnow gebracht worden. Tarnow war kein Arbeitslager, sondern es war ein etwas größeres Gefängnis. Die Zustände dort in diesem Gefängnis waren vergleichbar mit denen in Sanok. Tarnow ist eine Stadt, die ungefähr 100 Kilometer östlich von Krakow liegt. In diesem Gefängnis in Tarnow blieb er 4 Wochen. Ende August 1940 ging das Gerücht um, sie würden verlegt werden. Keiner hatte eine Vorstellung, wohin es gehen sollte. Man hatte gemunkelt, es gäbe irgendwelche Lager, in die man sie bringen könnte. Lager, in denen ganz fürchterliche Bedingungen herrschen sollten. Aber sie wollten nicht weiter darüber nachdenken, nicht weiter darüber reden, nicht intensiver sich damit auseinandersetzen. Sie hatten einfach Angst, sie könnten in ein solches Lager kommen. Und was würde dann mit ihnen geschehen? Sie sind dann am 31. August tatsächlich aus dem Gefängnis in Tarnow rausgeführt worden, zum Bahnhof nach Tarnow und dort in einen Zug. Wilhelm Brasser sagte, wir waren mehr als 80 Männer in einem Waggon. Wir standen eng zusammengedrängt. Es war ein heißer Tag, ein heißer Spätsommertag. Niemand konnte sich bewegen. Den Platz, den man eingenommen hatte, den musste man
da musste man bleiben. Wir hatten nichts zu trinken, wir hatten nichts zu essen. Es gab keine Toiletten oder auch keinen Eimer, wo man hätte seine Notdurft verrichten können. Und wenn es einen gegeben hätte, wir wären gar nicht durch diese Enge durchgekommen bis zu diesem Ort. Und so sagte er, nach kurzer Zeit hat es nicht nur nach Schweiß gerochen, sondern auch nach Urin. Und die Sonne hat geschienen, der Zug fuhr langsam an. Und sie waren eine Zeit lang unterwegs. Weil sie keine Uhren dabei hatten, konnten sie nicht sagen, wie lange sie unterwegs waren. Vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei Stunden. Der Zug ist sehr langsam gefahren. Und Brasse sagte, ich stand am Rande und konnte durch einen Schlitz durchschauen und sehen, wo wir ungefähr waren. Und er meinte, in Krakau angekommen zu sein. Er hat diesen Bahnhof gekannt, schon mal gesehen. Und er hatte gehofft, sie würden hier halten. Man würde ihnen hier etwas geben. Und die Männer, die in den Waggons waren, haben dann alle laut nach Wasser gerufen, und weil sie Durst hatten, und haben an die Wände gepocht. Aber Brasse hat gesehen, wie man über den Bahnsteig hinweg weitere Gefangene getrieben hat von der SS, die offenbar noch in leere Waggons eingeladen wurden. Und der Zug hat sich dann wieder langsam in Bewegung gesetzt. Zu trinken bekamen sie nichts. Der Zug fuhr wieder an, fuhr langsam weiter, und die Hitze war kaum erträglich. Wie lange sie unterwegs waren, Brasse wusste es nicht. Er hat gesagt, wir hatten kein Zeitgefühl, wir hatten einfach nur Hunger, wir hatten Durst. Die Hitze war kaum erträglich und sie waren unterwegs. Und Brasse glaubte, sie würden in Richtung Westen fahren. Und weil er eben an der Wand stand und durch den Schlitz nach draußen sehen konnte, hat er irgendwann gesehen, als der Zug etwas langsamer gefahren ist, einen Bahnhof, an dem das Schild Auschwitz stand. Mit diesem Wort Auschwitz konnte er nichts anfangen. Hätte dort Oświęcim gestanden, hätte er gewusst, wo sie sind. Aber Auschwitz war für ihn fremd, war ihm unbekannt. Der Zug ist noch ein Stück weitergefahren und hat einige zwei, drei Kilometer weiter dann letztendlich angehalten. Die Waggons sind geöffnet worden und Brasse hat sie dann zum ersten Mal gesehen. Kapus. Kapus waren Häftlinge in gestreiften Häftlingsanzügen, die Häftlinge, die in den Waggons waren, jetzt rausgetrieben haben. Los, los, raus, ihr Schweine, schneller, ihr polnischen Schweine, raus mit euch. Das waren so die Befehle, die die Kapus gebrüllt haben. Und sie hatten Holzstöcke dabei und haben damit auf die Gefangenen eingeschlagen. Sie mussten dann sich draußen aufstellen, sind dann über die Straße getrieben worden bis hin zum Lager. Und Brasse sagte, als wir dann durch das Tor gegangen sind, habe ich zum ersten Mal diese Lagertür gesehen mit der Aufschrift Arbeit macht frei. Gehofft hatte er, dass sie vielleicht tatsächlich in einem Arbeitslager gelandet waren und dass sie hier arbeiten müssten. Aber es kam dann doch ganz anders. Es war ein anderes Arbeitslager als das, was er sich in seinen Fantasien vorgestellt hatte. Sie wurden in das Lager reingeführt bis hin zum Block 26. Im Block 26 mussten sie sich zunächst mal komplett ausziehen. All das, was sie dabei hatten, abgeben. Das Einzige, was sie behalten durften, war ein Taschentuch und ein Gürtel. Alles andere musste abgegeben werden. Aber sie hatten ohnehin kein Gepäck dabei. Sie hatten nur das, was sie am Leib trugen. Sie wurden geduscht. Alle Haare wurden ihnen entfernt. Nicht nur die Kopfhaare, sondern auch alle Körperhaare. Sie bekamen Kleidung, die gestreifte Häftlingskleidung, Holzpantinen, in denen zu laufen sie erst lernen mussten. Und anschließend wurden sie tätowiert. Wilhelm Brasse schaut auf seinen Arm. Er sagte sich, jetzt bin ich kein Brasse mehr. Jetzt bin ich nur noch eine Nummer. Die Nummer 3444. Das war seine Nummer. Die sollte er behalten in Auschwitz. Mit dieser Nummer sollte er forthin angesprochen werden. Nachdem sie diesen ersten Block durchlaufen hatten, sind sie in ihre Unterkunft gebracht worden. Es war
kleiner, es war ein kleiner Raum, in dem er mit sehr vielen Männern, mit 25 Männern etwa schlafen musste. Sie mussten alle auf dem Fußboden liegen, hatten nichts zum Zudecken. Es gab ein paar Säcke, die dort lagen. Ansonsten gab es nichts. Aber diese Säcke mussten morgens, wenn sie aufgestanden sind, wenn sie geweckt waren, wurden, mussten ganz glatt und ordentlich dort liegen. Wenn dieses Decken, diese Säcke Falten aufwarfen, konnten die Gefangenen sehr schwer dafür bestraft werden, angefangen von Peitschenhieben bis Prügel auf dem Prügelbock. Oder in Einzelfällen gab es auch die Todesstrafe dafür. Wenn nachts jemand Hunger hatte, wenn nachts jemand zur Toilette musste oder sich umgedreht hat, dann mussten sich alle anderen auch umdrehen. So eng war es in diesem Raum gewesen, in dem sie schlafen mussten. Sie wurden am ersten Morgen wurden sie sehr früh geweckt und dann mussten sie zur Toilette gehen, sind zur Toilette gebracht worden. Toilette ist nicht der Raum, den wir uns vorstellen, wo wir dann für eine gewisse Zeit allein sind, sondern in diesem Toilettenraum mussten 25 Männer gleichzeitig Platz finden. Vorne stand eine SS-Wache, hat auf die Uhr geschaut. Nach 2 Minuten mussten sie ihr Geschäft erledigt haben. Dann zurück in die Unterkunft. Dort wurde das Frühstück ausgeteilt. Frühstück ist eine Übertreibung von dem, was sie tatsächlich bekamen. Es gab eine Brühe. Die SS hatte behauptet, es sei Kaffee. Einige hatten gemeint, es könnte auch Tee sein, aber Brasse sagt, es hat weder nach Kaffee noch nach Tee geschmeckt. Es war einfach nur eine dunkle Brühe, die wir bekamen. Aber wir haben sie getrunken, das war das Einzige, was wir morgens in den Magen bekamen. An diesem 1. September, dem ersten Tag von Wilhelm Brasse im Konzentrationslager Auschwitz, mussten alle Neuankömmlinge sich aufstellen und zu einem Appell. Und sie sind dort von dem Lagerleiter begrüßt worden. Wilhelm Brasse hatte gesagt, er hat eine Begrüßungsrede gehalten, die er noch wortwörtlich auswendig gekannt hat. Diese Begrüßungsrede ging so: Das hier ist kein Sanatorium, das hier ist ein deutsches Konzentrationslager. Juden überleben hier 2 Wochen, Pfaffen 3 Wochen, alle anderen höchstens 3 Monate. Der einzige Ausweg hier raus ist der durch den Schornstein. Wilhelm Brasse überlegte, was das bedeuten könnte. Der einzige Ausweg durch den Schornstein, was sollte das bedeuten? Wollte man alle umbringen? Er wusste, dass nicht nur er und dieser Zug, mit dem sie, alle anderen angekommen waren, dort sind, also etwa 800, 850 Mann, sondern dass auch schon viele dort waren. Wollte man die alle umbringen? Es war für ihn unvorstellbar. Aber dieser Lagerführer, der hatte wohl das so im Sinn gehabt. Und es war auch keiner, der einfach nur mal etwas so schnell dahin gesagt hätte. Er sagte dann, alle Juden vortreten. Und 20 Männer sind vorgetreten. Und Brasse hat gesehen, wie dann Kapos, die ganze Zeit mit dabei waren, auf diese 20 Männer losgegangen sind, sie mit ihren Stöcken verprügelt haben, bis nach wenigen Minuten ungefähr 6 Männer tot auf dem Boden gelegen haben. Und die anderen, sagte er, hat er in den nächsten Tagen gesehen, totgeschlagen, lagen irgendwo im Lager. Für ihn war das ein ganz schrecklicher Anblick gewesen. Aber dieser erste Tag hatte auch noch etwas anderes zur Folge. Wilhelm Brasse ist zum Arbeiten eingeteilt worden, in ein Arbeitskommando. Alle anderen natürlich auch. Brasse kam in das Arbeitskommando Straßenbau. Er war es nicht gewohnt gewesen, schwere körperliche Arbeit zu verrichten. Er war Fotograf und musste da körperlich nicht schwer arbeiten. Aber hier in dem Arbeitskommando Straßenbau, er hatte nicht nur schweres Arbeitsgerät, sondern auch Schubkarre und musste den ganzen Tag Erde loshacken und auf Schubkarren laden und wegfahren. Das war er nicht gewohnt. Aber er sagte, es gab 2 Dinge, die noch schlimmer waren. Einmal, dass der Capo, der uns beaufsichtigt hatte, den ganzen Tag nur gebrüllt und geprügelt hat. Los, schneller arbeiten, ihr polnischen Schweine! Und hat dann auf die Männer eingeschlagen, hat sie angetrieben.
Und das Zweite, was er unerträglich fand, war das mangelnde Essen. Es gab wenig zu essen, Wilhelm Brasse hatte ständig Hunger. Was sie morgens bekamen, habe ich schon gesagt. Mittags gab es eine Suppe, gekocht mit sehr viel Wasser. Manchmal waren ein paar Kräuter drin, aber keine Fettaugen sind oben drüber geschwommen, sondern ein paar Kräuter und das war's dann. Wenn sie Glück hatten, auch ein paar Kartoffelschalen. Abends gab es etwas Brot, manchmal mit etwas Margarine, manchmal mit etwas Marmelade, manchmal mit etwas Käse oder mit etwas Wurst. Von dem Brot oder von dem, was sie abends bekamen, mussten sie dem Blockältesten aber in aller Regel noch etwas abgeben. Zweimal in der Woche gab es im Lager ein sogenanntes Festessen, sagte Brasse. Jeder von uns hat 2 Pellkartoffeln bekommen. Das sei köstlich gewesen. Sie hätten sich immer auf diese Pellkartoffeln gefreut, weil das etwas war, was sie genossen haben, was sie langsam und sehr intensiv gegessen haben. Wilhelm Brasse musste also in diesem Arbeitskommando Straßenbau arbeiten und er hat gemerkt, wie seine Kräfte nachließen. Er ist schwächer geworden und hat schon nach einiger Zeit gedacht, wenn das so weitergeht hier, dann wird der Lagerführer auch an meiner Person recht haben. Ich werde das so nicht lange überleben. Dann werde ich auch tot sein und dann werde ich auch durch den Schornstein dieses Lager verlassen. Aber das wollte er noch nicht. Er wollte etwas ausprobieren. Er ist dann auf eigenes Risiko. Das war sehr riskant gewesen, aber er hat es gewagt, hat gesagt, entweder klappt es, dann ist gut, oder es klappt nicht, naja, dann ist es eben so und dann werde ich auch sterben. Er hat auf eigenes Risiko sein Arbeitskommando verlassen. Er ist dann an einem Morgen mit der Schaufel auf dem Rücken, auf der Schulter losgegangen und hat sich ein neues Arbeitskommando gesucht und ist bei einem Abbruchkommando gelandet. Dort ist auch aufgenommen worden. Seine Arbeit bestand darin, die Steine, die Backsteine, die dort waren, vom Mörtel zu befreien. Auf diesem Gelände standen viele Einfamilienhäuser, die vorher von polnischen Familien bewohnt waren. Die sind abgerissen worden und wollte diese Steine auf jeden Fall wieder verwenden. Man wollte damit Stallungen für Pferde bauen und Garagen. 2 Tage lang hat er diese Arbeit gemacht. Da kam ein Schreiber von einem anderen Block und hat gesagt, ich suche einen Mitarbeiter für eine leichte Tätigkeit bei einer zusätzlichen Verpflegung. Und bei Wilhelm Brasse ging dann ganz schnell wieder dieser Satz durch den Kopf, der Hungrige denkt immer nur ans Essen. Das war so ein Satz, der ihn begleitet hat und hat sich gemeldet und hat gesagt, jawohl, ich mache das, ohne zu fragen, welche Arbeit er da auf sich genommen hat. Am nächsten Tage sollte er antreten. Im Block 28 im Stammlager Auschwitz. Der Block 28 war das sogenannte Häftlingskrankenhaus. Diese Bezeichnung ist auch wieder sehr irreführend. Es war kein Krankenhaus in dem Sinne, wie wir heute Krankenhäuser kennen, sondern es war ein Haus, in dem man Häftlinge untergebracht hatte, die nicht mehr arbeiten konnten, die zu schwach waren, die krank waren oder was auch immer und die dort gestorben sind. Mit einigen hat man auch medizinische Versuche gemacht. Andere wurden auch ganz gezielt zum Sterben bestimmt. Es gab einen Arzt, Endres hieß er, der war sogenannter Hungerforscher und hat dann morgens festgelegt, diese 20 Häftlinge bekommen ab sofort nichts mehr zu essen und nichts mehr zu trinken, bis sie tot sind. Ich will wissen, ob sich die äußere Form, die inneren Organe eines Menschen analog der äußeren verändern, verkleinern. Wilhelm Brasse musste sich also dort melden. Er war Leichenträger geworden. Man hat ihm den Keller gezeigt, in dem die Toten lagen. Und Brasse dachte, wie lange mögen die schon zu da liegen? So abgemagert, wie die waren und wie die gerochen haben. Er hatte folgende Arbeitsgeräte, eine Karre und eine Decke. Und er musste diese Toten aus dem Leichenkeller
des Krankenhauses rausschleppen. Sein Wagen stand draußen auf der Straße, musste dort aufschlagen. Immer 8 bis 10 Tote, je nachdem, wie groß und schwer sie waren, sie mit der Decke abdecken und dann quer durch das Lager fahren bis hin zum Krematorium. 12 Stunden am Tag. Hunderte Leichen hat er so transportiert. Es war ihm unangenehm. Nicht nur, weil er diese vielen Toten daraus holen musste. Er hat auch Männer gesehen, die mit ihm auf dem Transport waren. Er hat Menschen gesehen, die aus seiner Heimatstadt waren. Es war für ihn kaum zu ertragen. 10 Tage lang hat er das gemacht. 10 Tage lang. Und dann hat er abends zu seinen Mithäftlingen gesagt, die Suppe, die ich jeden Tag bekomme, die schmeckt mir nicht mehr. Ich mache was anderes. Ich will das nicht mehr. Und hat sich dann wieder einen Tag später auf die Suche nach einem neuen Arbeitskommando gemacht und hatte wieder Glück gehabt. Glück war etwas, was Prasse gesagt hat, das braucht man in diesem Lager einfach zum Überleben. Er hatte Glück gehabt, hat ein neues Arbeitskommando gefunden, ein sogenanntes Planierungskommando. Die Flächen, die auf den Gebäude entstehen sollten, sollten planiert werden. Und der Capo, der dieses Kommando beaufsichtigt hatte, war zum ersten Mal einer, der nicht gebrüllt und nicht geprügelt hat. Und schon nach kurzer Zeit fragte dieser Capo, gibt es hier jemand, der Deutsch spricht? Und Brasse hat sich sofort gemeldet und hat gesagt, Herr Capo, ich spreche sehr gut Deutsch, ja? Was kann ich für Sie tun? Und der Capo hat dann gesagt, du bist dann ab sofort mein Dolmetscher, du brauchst jetzt nicht mehr da diese Arbeit zu machen. Du wirst jetzt für mich alle Arbeitsanweisungen an deine Mithäftlinge hier übersetzen. Für Brasse war das ein Glücksfall. Er musste nicht mehr körperlich schwer arbeiten. Er hatte Zeit gehabt, sich mit diesem Capo etwas zu unterhalten. Der Capo hat viel aus seinem Leben erzählt. Und hat auch Brasse dazu aufgefordert, von seinem Leben, von seiner Familie zu erzählen. Aber Brasse war eher da zurückhaltend gewesen. Er wollte nicht allzu viel preisgeben von seiner Privatsphäre. Einige Zeit konnte er dort arbeiten und an einem Morgen ist er wieder dorthin gekommen in dieses Planierungskommando und es war ein neuer Capo da. Wieder einer, der gebrüllt und geprügelt hat. Und Brasse konnte es nicht verstehen. Es war kaum zum Aushalten. Und wieder wollte er sich auf die Suche machen nach einem neuen Arbeitskommando, hat sich umgeschaut und entdeckt dann diesen Capo wieder, den er vorher in diesem Planierungskommando kennengelernt hatte und ist auf den zugegangen und hat sich vorhin gestellt, seine Mütze abgenommen und hat gesagt, Capo, welches Kommando hätten Sie denn jetzt? Könnten Sie vielleicht mich bei Ihnen einstellen? Und dieser Kaper guckt ihn an und sagt, ja, du bist ja dieser Fotograf, ein ganz manierlicher Kerl. Du kannst zu mir in das Arbeitskommando kommen. Ich habe das Arbeitskommando Kartoffelschälerei. Brasse konnte es nicht glauben. Der Hungrige denkt immer nur ans Essen. Kartoffelschälerei ist ihm durch den Kopf gegangen. Da fällt bestimmt irgendetwas ab, was ich zu meiner täglichen Verpflegung kriegen kann. Aber Kartoffelschälerei, das bedeutet auch noch, er hat ein Dach über dem Kopf. Es war nämlich Herbst, es ging auf den Winter zu und so war es auch. Er ist dann Mitte November, es war der 18. November, Brasse sagt, das war so etwas wie mein zweiter Geburtstag, ist er am 18. November ist er in diese Kartoffelschälerei und der Capo hat ihm dann erklärt, was er machen muss, hat gesagt, hier sitzen einige Männer, die Kartoffeln schälen. Du bist jung, du bist kräftig, du musst dich nicht dazusetzen. Du wirst nachher die Wannen, wenn die Kartoffeln, wenn die mit Kartoffeln gefüllt sind, einmal quer durch die Halle tragen, bis hin zum Koch. Und das ist es dann. Brasse sagte, die Männer, die Kartoffeln geschält haben, das waren Lehrer, das waren Professoren, das waren Gelehrte, aus verschiedenen Ländern, die konnten sich nicht mehr miteinander unterhalten. Aber für ihn war es sehr angenehm gewesen. Er hatte gesagt, das hier ist mein Paradieskommando. Draußen war es kalt, es hat geregnet, es hat gestürmt und er war im Warmen. Er hat ein Dach über dem Kopf und die Kartoffelschälerei hat das ein oder andere an Lebensmitteln für ihn bereitgehalten.
Es gab aber auch unangenehme Dinge in dieser Kartoffelschälerei. Er hat sich genau erinnert und hat gesagt, es war Anfang Dezember gewesen. In der Nacht hat es geschneit, der Schnee lag draußen kniehoch und hinter der Kartoffelschälerei, wenn ich aus dem Fenster geschaut habe, konnte ich sehen, da musste einige Häftlinge zum Strafappell antreten. Und zwar nackt. Er wusste nicht, warum sie dort gestanden haben. Er hat sich nur die Männer angeschaut und festgestellt, sie sind nacheinander umgefallen, erfroren. Und als er genauer hingeschaut hatte, stellte er fest, dass er einen von diesen jungen Männern gekannt hat. Das war ein Klassenkamerad aus Zürich von ihm. Wie gerne wäre er rausgegangen, hätte ihm eine warme Decke umgehängt, hätte ihm was Warmes zu essen oder zu trinken gegeben. Aber er wusste genau, wenn ich jetzt da rausgehe und ihm helfe, da kann ich mich direkt gleich selbst ausziehen und dazustellen. Und so musste er mit ansehen, wie auch dieser Schulkamerad von ihm irgendwann tot umgefallen ist, erfroren. In dieser Zeit hat er noch mit den vielen anderen Männern zusammen in dem Block gelebt und an einem Abend ist da Folgendes passiert. In Wilhelm Brasses Block waren zwei Männer mit violettem Winkel untergebracht. Violetten Winkel trugen Zeugen Jehovas und Bibelforscher. An einem Abend kam der Blockführer Gerd Palitsch in den Raum. Wenn Palitsch irgendwo auftauchte, brach schnell Panik aus. Er war im Lager als grausamer Mörder gefürchtet. Bibelforscher, heraustreten, brüllte er sofort los. Einer der beiden mit violettem Winkel trat ein Stück vor. Palitsch schrie ihn an. Er solle sofort und laut vor allen Mithäftlingen in diesem Raum sagen, es gibt keinen Gott. Der Bibelforscher sagte nichts. Ganz still stand er einfach nur da und schaute Palitsch an. Palitsch wurde wütend. Ich will diesen Satz hören. Verstehst du? Es gibt keinen Gott. Sag ihn. Ich will ihn hören. Laut und deutlich, auch für alle anderen. Der Bibelforscher zeigte keine Regung. Und den von ihm abverlangten Satz sprach er nicht aus. Ruhig wirkte er und schaute Palitsch direkt in die Augen. Palitsch, nun in Rage, schoss auf den Mann zu, packte ihn am Kopf und schlug ihn gegen die Wand. Immer wieder, immer heftiger und forderte ihn dazu auf, er solle den Satz aussprechen. Es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott. Er schlug ihn so lange mit dem Kopf gegen die Wand, bis der Bibelforscher tot zusammenbrach. Palitsch drehte sich um und verließ den Raum ohne ein Wort. Das war ein Vorkommnis, ein Vorfall, der im Dezember stattgefunden hat. Und wir haben Dezember und Wilhelm Brasse verbringt sein erstes Weihnachtsfest im Konzentrationslager. Und auch darüber hat er sehr ausführlich erzählt. Am Morgen des 24. Dezember schaute Wilhelm Brasse durch das Fenster der Kartoffelschälerei auf den Appellplatz, der sich an der Längsseite der Küche erstreckte. Er sah, wie einige Kapos einen Weihnachtsbaum aufstellten und auch an Glühbirnen dachten sie und hingen sie als Beleuchtungskörper in den Baum. Weihnachten. Sein erstes Weihnachtsfest im Konzentrationslager. Sein erstes Weihnachtsfest ohne Familie. Den ganzen Tag über hat er viel an seine Eltern und an seine Brüder gedacht. Und an die Weihnachtsfeste in der Familie. Mit den Gottesdienstbesuchen. Das war keine Pflicht, das gehörte dazu, war selbstverständlich. An früher dachte er, wie er als Kind den Weihnachtsbaum mit dem Lametta und den Kerzen bewunderte, wie er sich auf die Geschenke freute, wie er später selbst Geschenke machte. Würde hier im Lager auch Weihnachten gefeiert werden? Würde es wenigstens an diesem Tag friedlicher zugehen? Würde man sich besinnen auf das, was Weihnachten zumindest für die Christen bedeutete? Und waren die Deutschen nicht auch Christen? Zum Abendappell mussten alle auf dem Appellplatz antreten. Wie immer, durchzählen, feststellen, ob alle angetreten sind. Nichts Neues, bis auf den Weihnachtsbaum, der vor ihnen stand. Und unter dem Weihnachtsbaum lagen, wo zu Hause die Geschenke waren, Tote. 10 tote Häftlinge. Jüdische Häftlinge in der gestreiften Häftlingskleidung. Wilhelm Brasse vor. An diesem Abend nicht wegen der Minustemperaturen. Neben dem Weihnachtsbaum standen 3 Kapos,
Einer spielt Bandoneon, der zweite Gitarre, der dritte sang das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Wilhelm Brasse blieb den ganzen Winter über in der Kartoffelschälerei. Es war sein Paradieskommando, wie er das immer wieder betonte, und er freute sich, dass er ein Dach über dem Kopf hatte, dass er es warm hatte, und bedauerte seine Mithäftlinge, die draußen bei Wind und Wetter arbeiten mussten. Aber Wilhelm Brasse war niemand gewesen, der nur an sich gedacht hätte, wenn es in der Kartoffelschälerei irgendwelche zusätzliche Verpflegung gab. Er hat sie eingesteckt, mit in seine Unterkunft genommen und mit anderen Mithäftlingen geteilt. So war Wilhelm Brasse. Teilen, das war wichtig. Anderen helfen, die nach mehr Hunger hatten. Am 15. Februar 1941 wurde Wilhelm Brasse morgens aus der Kartoffelschälerei herausgerufen. Er sollte sich in der politischen Abteilung melden. Er bekam einen großen Schreck, weil er wusste, die politische Abteilung, da geht man nicht gerne hin. Dort finden oft Gerichtsverhandlungen statt, und viele, die dort waren, kommen lebend nicht mehr raus. Er hat sich dann trotzdem auf den Weg gemacht, und auf dem Weg dorthin ist er weiteren Männern begegnet. Sie kamen miteinander ins Gespräch und haben festgestellt, dass sie alle Fotografen waren. Und als sie dann in der politischen Abteilung waren, angekommen sind, wurden sie auch tatsächlich von Bernhard Walter, einem SS-Mann, nach ihren Fähigkeiten im Bereich der Fotografie befragt. Wilhelm Brasse hat das erzählt, was er wusste, was er gekonnt hat. Und was die anderen sagten, wusste er nicht, aber Brasse ist dann ausgewählt worden. Er ist der Fotograf von Auschwitz geworden. Er hat damit eine neue Aufgabe bekommen. Er musste nicht mehr in der Kartoffelschälerei arbeiten. Er musste auch nicht mehr in dieser Unterkunft weiterhin leben, sondern er hat eine besondere Unterkunft bekommen, hat gesagt, wir hatten ein richtiges Bett, wir hatten eine Dusche, wir hatten eine Toilette mit fließendem Wasser, wir hatten einen Wasserhahn, wir konnten uns waschen, und die Verpflegung war etwas besser. Wilhelm Brasse war ein sogenannter Funktionshäftling geworden. Funktionshäftlinge waren Menschen, die für die SS bestimmte Aufträge erledigen mussten. Insofern ging es ihnen etwas besser. Wilhelm Brasse sollte ab sofort eben Häftlinge fotografieren. Ich hoffe, man kann jetzt sehen, was er gemacht hat. Das sind Fotos, die Brasse machen musste. Häftlinge aus drei verschiedenen Perspektiven. Einen von vorne, einen von der Seite und eines mit Kopfbedeckung. Das war es, was er machen sollte. Und für Wilhelm Brasse begann der Arbeitstag morgens schon sehr früh. Sie mussten natürlich zuerst zum Morgenappell antreten, durchzählen, ob alle da sind. Selbst tote Menschen, die über Nacht verstorben waren, mussten mit rausgenommen werden, mussten gezählt werden, damit die SS die Vollständigkeit überprüfen konnte. Und dann ging er in sein Fotoatelier, und bis um 10 Uhr morgens entwickelte er die Fotos, die er am Vortag gemacht hatte. Und ab 10 Uhr war er dann im Fotoatelier. Er bekam die Listen von den Menschen, die er an diesem Tag zu fotografieren hatte. Und die wurden ihm dann nach und nach vorgeführt. Sie mussten sich alle draußen im Flur aufstellen. Brasse hat sie nacheinander reingerufen. Oftmals haben die Kapos, die Häftlinge gebracht haben, draußen rumgebrüllt und geprügelt. Und Brasse hat dann gesagt, hier in der, bei uns in der Abteilung wird nicht gebrüllt und nicht geprügelt. Das geht hier nicht. Wir dürfen nur Menschen fotografieren, die keine Verletzungen haben. Brasse hatte Angst gehabt, diesen Satz zu sagen, aber er hat ihn sehr überzeugend immer wieder gesagt. Und hat aber trotzdem Angst, hat gedacht, irgendwann treffe ich vielleicht mal auf einen Capo, der mich dann anschwärzt und ich dann sehr viele Nachteile haben werde. Aber er hatte Glück gehabt. Er hat die Leute, dann die Capos zurechtgewiesen, und nacheinander konnte er die Häftlinge dann in sein Fotoatelier rufen. Es hat ungefähr 3 bis 4 Minuten gedauert, bis er die Fotos gemacht hat, und hat sie am Anfang immer beruhigt, hat gesagt, ganz ruhig, hier drin passiert euch nichts. Ich fotografiere euch, und anschließend geht er wieder raus. Er hat also versucht, sie zu beruhigen.
Das war für diese Menschen ganz wichtig. Aber für Brasse war es nicht einfach. Brasse hat sich erinnert, als ich den Beruf des Fotografen gelernt habe, in einem Fotoatelier in meiner Heimatstadt. Da konnte ich, wenn ich durch den Sucher geschaut habe, den Menschen sagen, schauen Sie so, ein bisschen mehr nach oben, gehen Sie ein bisschen mehr nach rechts, nach links. Er konnte diesen Menschen genaue Anweisungen geben, bis sie die richtige Position inne hatten, um dann auf den Auslöser zu drücken. Wenn er hier in Auschwitz durch den Sucher geschaut hat, sagte er, dann habe ich die Angst gesehen, die in den Gesichtern stand. Und er wusste genau, viele dieser Menschen, die ich heute fotografiere, werden nicht mehr lange leben. Und das war für ihn kaum zu ertragen. Und an einem Tag waren es drei Männer, die zu ihm gebracht worden sind, die er fotografieren sollte. Und er hat sie gekannt. Es waren drei Männer aus seiner Heimatstadt. Und er wusste auch, in welchem Arbeitskommando sie waren. Sie waren in einem Arbeitskommando bei einem Kapo, der ganz fürchterlich brutal war, der im ganzen Lager als Mörder und bekannt war. Und Brasse hatte gesehen, wie er einmal einen Häftling mitten auf der Lagerstraße ermordet hat. Er hat ihm zunächst mit der Schaufel gegen den Kopf geschlagen, sodass der Häftling umgefallen ist. Er lag dort. Er hat ihm dann den Schaufelstiel über den Hals gelegt, sich auf den Schaufelstiel gestellt und so lange hin und her gewippt, bis der Mann tot war. Und Brasse sah diese drei Männer und hat gedacht, sie werden nicht mehr lange leben. Ich muss sie jetzt fotografieren. Und was kann ich für sie tun? Er hat ihnen zunächst mal ein Stück Brot gegeben, jedem ein Stück Brot. Und sein Vorgesetzter Bernhard Walder hat gesagt, das geht auch nicht, dass die jetzt hier noch Brot bekommen. Und Brasse sagte, doch, das machen wir jetzt nochmal. Und er hat ihnen auch eine Zigarette gegeben. Sie durften auch nochmal eine Zigarette rauchen. Brasse war leidenschaftlicher Nichtraucher, hat aber öfter von irgendwelchen Menschen da Zigaretten zugesteckt bekommen. Und diese drei durften dann eben auch nochmal eine Zigarette rauchen. Aber Brasse hat gegrübelt und überlegt, was kann er für diese drei Männer tun? Und er ist dann auf diesen Capo zugegangen und hat ihm gesagt, Herr Capo, wenn Sie diese drei Männer schon umbringen müssen, vielleicht können Sie es so machen, dass Sie nicht viel leiden. Vielleicht genügt ja ein Schlag, dass Sie tot sind. Ich sehe, wie Herr Brasse noch genau vor mir, als er mir das gesagt hat, und sehe, wie er sein Taschentuch aus der Hosentasche zieht, wie die Tränen, die ihm kamen, aus den Augen gewischt hat. Er wusste, dass diese drei Männer in den nächsten Tagen auf eine brutale Art und Weise umgebracht wurden. Er wusste aber nicht, was er für sie sonst hätte tun können. Das war so eine Erfahrung, die er gemacht hat. Eine andere Erfahrung war, an einem Tag hat ein Arzt einen Häftling gebracht. Er war wohl ein Seemann gewesen. Brasse hat ihn dann sehr groß, breitschultrig beschrieben. Und als er dann den Befehl bekam, seinen Oberkörper zu entblößen, hat der Mann das gemacht und Brasse stellte fest, er hat ein wunderbares Tattoo auf dem Rücken. Adam und Eva im Garten Eden. Und Brasse dachte, der Künstler hat sich da unendlich viel Mühe gegeben, mit sehr viel Farbe gearbeitet. Es war ein wunderbares Bild und es war für ihn ein großes Vergnügen gewesen, dieses Tattoo zu fotografieren. Wenige Tage später wurde Brasse dann von einem Häftling gebeten, doch mal mitzukommen, er müsse ihm unbedingt etwas zeigen. Und Brasse hat ihn vertröstet, ja, also heute geht es noch nicht, aber ich komme in den nächsten Tagen vorbei, um mir das anzuschauen. Und Brasse ist dann einen Tag später tatsächlich dorthin gegangen. Das war ein Ort in der Nähe des Krematoriums, wo der Häftling arbeitete. Und von Weitem sieht er schon, dass da ein Stück Haut auf einem Rahmen aufgespannt war. Ein Stück Haut, das er wenige Tage vorher fotografiert hatte. Und er fragt diesen Häftling, was ist denn da passiert, um Gottes Willen? Und der Häftling sagte dann, ja, als der Arzt, der das gesehen hat, hat er gesagt, dieses Bild ist so wunderbar, daraus möchte ich mir ein Bucheinband machen. Dafür musste dieser Mann sterben.
Es gab noch andere Dinge, auch ein paar angenehme Dinge oder nicht so ganz fürchterliche Dinge, die dort passiert sind. Ein Mithäftling, der bei Brasse im Fotoatelier gearbeitet hat, das war ein Blumenfanatiker. Und irgendwoher, Brasse wusste nicht woher, hat er Setzlinge von Stiefmütterchen aufgetrieben und hat sie vor Brasses Fenster draußen eingepflanzt in die Erde. Und die sind gewachsen und alle Menschen, die da vorbeigegangen sind, haben sich an den Blumen erfreut. Das war das Einzige, was geblüht hat in Auschwitz. Selbst die SS hatte nichts dagegen gehabt, dass dort ein paar Blumen stehen. Und als sie dann so richtig voll in der Blüte standen, hat Brasse einen kleinen Sträußchen gepflückt, hat sie mit ins Atelier genommen und hat sie fotografiert. Und er hat das seinem Vorgesetzten Bernhard Walde gezeigt. Und Bernhard Walde hatte dann die Idee gehabt, daraus können wir ein Geschäft machen. Wir machen Postkarten daraus. Und sie haben zunächst mal 1000 Postkarten drucken lassen und die an die SS verkauft. Und weil die Nachfrage so groß war und auch darum gebeten worden ist, kann man diese Blumen nicht auch kolorieren, haben sie auch tatsächlich es geschafft, Farbabzüge zu machen. Diese Postkarten sind von der SS-Mannschaft, von den SS-Mitarbeitern gekauft worden, als Postkarten benutzt worden, um sie nach Hause zu schicken, an die Familie, an die Verwandten, Blumengröße aus Auschwitz. Für uns heute makaber. Ich weiß nicht, was die Empfänger gedacht haben, als sie das bekamen. Ja. Es gab noch etwas, was Wilhelm Brasse nicht verstanden hat. Wenn er aus seinem Fenster, dem Block 26, auf die gegenüberliegende Straßenseite geschaut hat, dann war der Block 20. Das war der sogenannte Krankenbau. Auch kein Ort, kein Haus, in dem kranke Menschen gesund gepflegt würden, sondern es war ein Haus, Brasse hatte das jeden Morgen gesehen, in das Menschen reingegangen sind, aber nie mehr rauskamen. In diesem Haus hat ein Mann gearbeitet, ein von Beruf Tischler. Sein Name war Josef Klär. Josef Klär war direkt vorne in dem ersten Raum, hat, um medizinische Kenntnisse vorzutäuschen, einen weißen Arztkittel angehabt. Und die Menschen, die in das Haus gegangen sind, mussten sich in dem langen Flur aufstellen. Nacheinander sind sie in diesen Raum geführt worden. Sie mussten ihren Oberkörper entblößen. Josef Klär hat gefühlt, wo das Herz ist, und hat diesen Menschen dann eine Phenolspritze gegeben. Binnen Sekunden sind sie tot von ihrem Hocker gefallen. Häftlinge, die dafür bestimmt waren, mussten die Toten in einen Nebenraum schleifen. Und dann kam der Nächste dran. Josef Klär hat sich damit gebrüstet, dass er jeden Tag ungefähr 100 Menschen auf diese Art und Weise umgebracht hat. Und manchmal hat er gesagt, 3 Stück in einer Minute, das ist doch eine Leistung. Und einmal hat es seinem vorgesetzten Arzt eine Freude gemacht, dann hat er zu Weihnachten an einem Tag 200 Menschen auf diese Art und Weise ermordet. Wenn Josef Klär am Nachmittag Feierabend hatte, ist er gelegentlich auf die gegenüberliegende Straßenseite gegangen, in das Fotoatelier. Er wusste, dass dort einer arbeitet, mit dem er sich unterhalten konnte, Wilhelm Brasse, ein Mann, der Deutsch konnte, und hat dann so getan, ja, Brasse, wie geht's uns denn? Was macht die Familie? Und fahren Sie mal in Urlaub? Und Brasse konnte das nicht verstehen, wie jemand, der den ganzen Tag solche Sachen gemacht hat, ein Gespräch beginnen konnte, so ein Gespräch führen konnte. Das war ihm unbegreiflich. Das war, er konnte es nicht glauben, dass jemand auf so eine Idee kam, das zu machen. Brasse musste noch viele andere Dinge machen. Irgendwann musste er auch SS-Männer fotografieren. Man hat den Lagerausweis in Auschwitz eingeführt. Und da mussten Passbilder rein. Und
alle sind dann zu ihm gekommen, jeder musste so ein Passbild haben. Und als sie dann gemerkt haben, Prasser ist wirklich ein guter Fotograf, dann hat man ihn gebeten, mach aus den kleinen Passbildern bitte auch Postkarten. Und so hat Prasser auch dann aus diesen kleinen Bildern Postkarten gemacht, die dann von den SS-Männern auch als Postkarten, als Großkarten verschickt wurden nach Hause. Und selbst der Leiter des der politischen Abteilung, der Herr Grabner, ist hingekommen. Und das war ein ganz strenger Mensch gewesen. Alle hatten Angst vor ihm, selbst der vorgesetzte SS-Mann von Wilhelm Prasser, Bernhard Walder, hat immer zitternde Knie gehabt und die Hände waren ganz feucht, wenn Grabner irgendwo auftauchte, weil er so unberechenbar war und auch wahllos SS-Leute bestrafen konnte. Aber Prasser hat ihm ganz klar die Anweisung gegeben, setzen Sie sich bitte auf diesen Stuhl, entspannen Sie sich etwas, denken Sie mal nicht an das Lager, denken Sie mal an zu Hause, denken Sie an die Alpen. Er wusste, dass das Grafner aus Österreich kam, dass er die Alpen liebte. Und so hat er dann auch diesen strengen SS-Mann Grafner fotografiert. Prasser wurde, blieb bis zum Schluss in Auschwitz. Er musste für viele Ärzte noch Aufträge erledigen. Für Josef Mengele musste er Zwillinge fotografieren. Für Karl Glauberg musste er fotografieren, wie Frauen sterilisiert wurden, zwangssterilisiert wurden. Es waren ganz schreckliche Aufnahmen, die er machen musste. Am Abend des 15. Januar 1945, nach dem Abendappell, kam Bernhard Walder zu Prasser und hat gesagt, Prasser, nach dem Appell bitte sofort wieder in das Fotoatelier. Und Prasser hatte schon eine Vorahnung. Er wusste, die russische Armee, die Rote Armee ist im Anmarsch, die kann nicht mehr weit entfernt sein. Die Deutschen bekommen jetzt kalte Füße hier. Prasser ist dann in das Fotoatelier und Bernhard Walder sagte ihm, alles was hier ist, verbrennen, alles in den Ofen rein. Nichts darf mehr übrig bleiben. Prasser hat dann angefangen, zuerst mal die Zelluloid-Filme unten in den Ofen reinzuwerfen, hat Bernhard Walder dabei aus dem Augenwinkel beobachtet und hat festgestellt, dass er sehr unruhig hin und her gelaufen ist. Und nach kurzer Zeit ist Bernhard Walder dann raus aus dem Fotoatelier, hat sich draußen auf das Motorrad gesetzt, das vor der Tür stand, und ist mit hoher Geschwindigkeit weggefahren. Und Prasser dachte, so schnell wie der jetzt weggefahren ist, kommt er nicht mehr wieder zurück. Und überlegt dann, was mache ich jetzt? Befolge ich jetzt noch den Befehl von Bernhard Walder oder schalte ich jetzt mein eigenes Gewissen ein und mache etwas anderes? Und Prasser hat dann das, was er in den Ofen reingeworfen hatte, nochmal rausgeholt und hat gesagt, es war nur noch ein bisschen Glut unten im Ofen. Es war nämlich schon später am Abend und ein paar Filme waren so ein bisschen angekokelt, aber man konnte sie nochmal entwickeln. Alles andere, was im Fotoatelier war, alles, was an Fotos da war, holte aus den Regalen raus, breitete alles auf dem Fußboden aus, deckte alles mit einer großen Decke ab und hat dann das Fotoatelier verlassen. Zwei Tage später mussten sie dann das Lager verlassen. Sie sind auf den sogenannten Todesmarsch gegangen. Prasser sagte, es war kalt. Wir hatten 20 Minusgrade in der Nacht, tagsüber vielleicht 15 Minusgrade. Es hatte geschneit und wir mussten los. Viele sind unterwegs erfroren. Er hatte sich aus seiner Unterkunft noch eine Decke mitgenommen, die er sich um die Schulter gelegt hatte, damit er nicht allzu sehr frieren musste. Sie sind in eine Richtung gegangen. Prasser wusste nicht genau, wohin es ging. Nach zwei Tagen kamen sie dann an einem Bahnhof an. Da standen auch Züge, mit denen sie abtransportiert werden sollten. Aber Prasser sagte, das waren keine Züge wie die, mit denen wir hier hingekommen sind. Das hier waren Kohlewaggons, Kohlenloren, die oben, nach oben hin offen waren, unten trichterförmig zuliefen. Und da mussten wir alle rein. Und als der Zug dann angefahren ist, wurde es noch kälter von der Fahrtluft. Und unterwegs, sagte er, es sind immer wieder Häftlinge erfroren, gestorben. Und was machen wir mit denen? Es war eng. Die Toten brauchten keine Kleidung mehr, aber die, die noch lebten, konnten sie gut gebrauchen. Sie haben die Toten ausgezogen, rausgeworfen aufs Gleisbett und die Kleidung dann unter sich aufgeteilt. Nach einiger Zeit waren sie dann in Mauthausen angelangt.
Mauthausen, einem Konzentrationslager in Österreich. Dort mussten sie zunächst mal 4 Wochen in Quarantäne, weil man Angst hatte, sie könnten irgendwelche Krankheiten einschleppen. Nachdem diese 4 Wochen vorbei waren, mussten wieder alle arbeiten. Wilhelm Brasse ist in das Arbeitskommando Blockhüttenbau eingeteilt worden und er sagte, es war eine schlimme Arbeit. Es war eine schwere Arbeit. Wir mussten den ganzen Tag, 12 Stunden am Tag draußen sein, schwere Balken, schwere Stämme schleppen. Die Verpflegung war noch schlechter als die in Auschwitz. Mal hat es geregnet, mal hat es etwas gefroren. Wenn unsere Kleidung nass war, ist sie über Nacht in der Unterkunft nicht getrocknet. Ich habe abgenommen, meine Hose ist gerutscht. Ich war nicht mehr in der Lage gewesen, weil meine Finger zu steif waren, mir oben einen Knoten in den Hosenbund zu machen, damit sie mir nicht wegrutscht. Das mussten Mithäftlinge für mich tun. Und er hat dann angefangen, über seine Mutter zu schimpfen. Warum hast du mich überhaupt zur Welt gebracht? Und er hat angefangen, über Gott zu schimpfen. Warum lässt du das alles zu? Aber dann, wenn er sich etwas besonnen hatte, wusste er, dass weder die Mutter noch Gott irgendetwas für diese Situation konnten. Es waren Menschen, die das angerichtet hatten. Brasse glaubte, er würde in diesem Lager sterben. Aber wieder mal hatte er etwas Glück gehabt. Es war schon April, Ende April, als er wieder verlegt wurde. Nach Melk in ein Außenlager von Mauthausen. Dort sollten sie einen Bahnhof aufräumen. Die Amerikaner hatten den Bahnhof ein paar Tage vorher bombardiert und Brasse sagte, die Gleise, die Schienen, die standen wie metallene Bäume senkrecht in die Luft. Die Waggons, die lagen da kreuz und quer und wir sollten das in Ordnung bringen. Und sie haben dann angefangen, dort zu arbeiten und Brasse sagte, als ich dann in einem Waggon war, da habe ich eine Tüte mit Reis gesehen. Rohen, ungekochten Reis. Der Hungrige denkt immer nur ans Essen. Er habe die Tüte aufgerissen, sagt er, und diesen rohen Reis gegessen. Und gedacht, wo es Reis gibt, da gibt es vielleicht auch noch andere Lebensmittel. Und er hat weitergesucht und ist tatsächlich fündig geworden. Er hat Dosen gefunden mit Fleisch, mit Schweinefleisch, mit fettem Schweinefleisch. Und er hat diese Dose geöffnet und hat dieses Schweinefleisch gegessen. Und er sagte, aus Auschwitz wusste ich, was Durchfall ist. Das hatten wir alle mal. Aber hier, ich hatte die reinste Scheißerei, hat er gesagt. Ich musste ganz schnell zur Toilette laufen und dort bin ich geblieben. Nicht nur 5 Minuten, nicht nur 10 Minuten, eine ganze Nacht habe ich auf der Toilette verbracht. Und im Grunde genommen haben die Amerikaner mich befreit, am nächsten Tag. Sie hatten nämlich das Lager befreit und ihn von der Toilette. Und er ist dann von den Amerikanern in ein Krankenhaus gebracht worden und einige Zeit später, als er wieder genesen war, konnte er zurück nach Polen in seine Heimat. Bis dahin die Geschichte von Wilhelm Brasse, 1 Stunde und 10 Minuten erzählt. Jetzt haben Sie alle Möglichkeiten dieser Welt, Fragen zu stellen. Ich werde alles beantworten, sofern ich es kann. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, es war in Ordnung. Burkhard Weber meldet sich zumindest mit Namen.